Also zumindest in der Seltenheit, in der Bezeichnung, wie selten die sein sollen. Hast du denn auch schon eine Halloween-Matrix geöffnet? Du müsstest doch schon eine bekommen haben für eine Daily Mission oder so. Noch nicht, glaube ich. Wir sind eine normale Loot-Matrix. Weil dann die Dailies geben in dem Event halt die Event-Loot-Matrix. Mhm. Ja, hier habe ich noch keinen gemacht. Hast noch keine Daily gemacht? In 3 Runden? Nö. Wie kannst du? Play 5 Matches. Wow. Wow. Okay. Korrekt. Erst durchwerfen, bevor ich da voll reingehe. Unser Logo geht natürlich komplett in die andere Richtung. Bestimmt eine gute Idee, als Firepower einfach mal auf die andere Seite zu gehen. Nicht. Bin mir nicht so sicher, was sie sich davon verspricht. Und der Fall, die er jetzt wirft. Den haben die eigentlich noch? Die haben auch Double Support, Frontline und Firepower. Block. Nice, direkt mal getriggert. Ich fass da drauf. Genau, ich habe einen geringeren Cooldown. Wenn es ein Verbündeter ist. Ja, das habe ich auch drin. Alles klar. Alles klar. Was ist hier los für eine Clown-Fiesta? Muss da mal kurz rein. Ja, ich gehe jetzt auch hin. Ach nee. Nein. Ach, wir haben nicht an Red Bot getaucht. Wer mit? Fuck, Mann. Ach, RIP. RIP, RIP, RIP. Hä? Wie sind da noch 20 damit durchgekommen? Suren. Aber da sind 25 damit von Suren und noch von jemand anderem sind noch mal 20 durchgekommen. Wow. Hä? Ja, das wird übrigens auch geblockt. Ungerecht. Das wird auch geblockt. Wollt's mal wissen. Aber dafür hat Lockwood richtig geil reingedunst. Alle 4, glaube ich sogar. Ja, wir haben jetzt halt dadurch gut gewonnen. Ich will der Aurora hinterher, ich will sie töten. Ne, ich will dem Orion hinterher, ich will ihn töten. Jungs, Orion könnte das alles absaugen, ne? Dann frisst er halt gut. Ja, aber dann kriegt er auch tonnenweise Energie, dann ist er direkt voll. Jetzt ist er fast voll, von daher. Doch egal. Naja, wird nicht besser dadurch. Ich glaube, der hat schon gesaugt. Wie viel Energie der schon hat. Hm, stimmt. Wird er nicht durch den, wir nicht den Damage gekriegt haben, den er gefressen hat. Ja, hat er schon. Stimmt, ist auf Cooldown. Gut. Von wem hat der denn gesaugt und wann? Muss ja gerade die Runde gewesen sein, aber. What? Heilung. Mega nice. Die Runde waren wir ganz schön stark. Wer meint? Ja, wir kriegen auch noch auf die Fresse. Warte mal ab. Also, ist nicht so, dass es direkt durch ist. Hallo, Orion. Erstmal durch die Fighting machen. Und dann Orion hinterherlaufen. Ja, also, das mit dem Auslösen von Verbündeten ist richtig cool. Da hast du nämlich viel Damage. Das ist halt immer in der Preparation Phases. Ja, und da vor allem, weil sie jetzt wahrscheinlich doch mal wegdasht oder sowas, deswegen gebe ich sie ihr direkt. Revealed. Und? Jupp, da ist sie. Wir wissen, wo sie ist. Dödöd. Ja. Wo ich den nicht angegriffen habe. Oder rein. Die L hat aber schon Ulti, Mann. Es könnte ein bisschen bitter enden.
Weil wir es direkt hier daneben nebeneinander stellen jetzt. Ja. Was, die mach jetzt schon Ulti. Ist sie sicher? Ja. Aber könnte ja, wenn sie zuletzt dran ist, dann wegen dem Movement. Ja, die Ulti zu gut, dann ist egal. Dann ist er nur dead. Mittlerweile glaube ich auch dead. Ja. Aber ich kann nochmal punchen. Oder aufdecken. Punchen oder aufdecken? Inwiefern punchen oder aufdecken? Kannst du sie aufdecken mit meinem Schuss? Dann ist sie für nächste Runde, bis nächste Runde aufgedeckt. Scheiß drauf. Punch! Ein bisschen Face Rearrange. Ich hol das auch einfach rein. Er hat es gerade selbst getötet, sehr gut. Bin ich wenigstens nicht dran schuld. Guck, guck. Also, es war nicht gut, neben dem Mann zu stehen. Nee, ich komme nicht. Ach doch, ich komme da hin. Sehr gut. So. Ich will nicht die Ulti von ihm fressen. Soll er jemand anderen geben? Wow. Geiler Block. Da krieg ich die Ulti ja nicht trotzdem ab. Fuck, Mann, das war genau das eine Feld. Ja, ich komm noch weg. Mega nice. Tschüss, Jungs. Trotzdem haben die keinen Fallen. Schrei sie erst an und dann hau ich ab. Eine gute Taktik, oder? Face me, coward! Weg! Und, ja, das habe ich ja schon durch. The weak will fall und tschüss! Ah, der hat gerade so viel Damage gemacht, der Rockwood. Jo. Oh, in dem sogar ausgewichen. Nice. Er lebt noch. Schade. Ja. Er lebt noch. Knappes Ding, aber dem bin ich auch ausgewichen. Und ich kann wieder einen Dolch werfen. Ja, da ist die L hingelaufen, okay. Hier, nehmt den Dolch. Ich hol mir die Heilung. Jawohl, löst den Dolch direkt wieder aus, ey, da kannst alle drei unten so einen fucking Dolch werfen. Gibt schön Energie. Ist besser als normal zuhauen auf einen Gegner. Was, der Dolch? Mhm, es gibt 10 Energie, normal zuhauen gibt nur 8 Energie, wenn man nur einen trifft. Kannst halt mehr treffen, logisch, aber. Aber der fällt halt ohne eine Range und halt praktisch garantiert der Damage, wenn du sie triffst. Nee. Irgendwer in 2 Runden oder so. Ja. Ziemlich geil. Und du kannst aufdecken damit und sowas, das ist echt gut. Jetzt wieder Aua einfach. Die ist schon wieder fast tot, die Aura. Die ist einmal in die Mitte gelaufen, hat Ulti gemacht. 3 HP. Läuft. The time for doubt ends. Mach einfach mal ein bisschen endgehen. Okay, wer macht denn jetzt Aurora, Jungs? Irgendjemand muss noch ich. Aurora draufhauen. Oh, ich stropp da drauf. Ich dachte gerade schon. Einmal drauf. Hau mir Aurora zum Mitnehmen, bitte. Die Wand hat wieder geblockt. Für ihn. Guck, guck. Er kann natürlich jetzt wieder dashen. Ja, doch. Ja, wohin da ja?
Okay, in Haste am Turn of Turn. Your grave looks better from this angle. Autsch. Aua. 140. Yo. So. Haben wir uns ein bisschen dumm hingestellt. Dude. Das war auch ein guter Hit. Darf man sagen. Och nee. Sie hat Ulti. Wir stehen zu dritt vor ihr, Mann. Ja, dann heißt es wohl fröhlich sterben. Oh. Aua, aua, aua. Nee, Lockwood war ich noch aus, aber. Puh. Ich werde wohl sterben. Warum von ihm? Das verstehe ich nicht. Aua. Aber ich glaube, ich überlebe das. Und sie stirbt dafür. Das ist gut. Weil sie hat keine Might. Müsste noch 50 kriegen. 40 sogar nur. Gibt's Heilung? Gibt Heilung. Alles klar, erstmal in die nächste Heilung gehen. Bin mal wieder weg, Jungs, ne? Tu mal das X-Ray-Dingen. Das ist so krass, wie weit du einfach sprinten kannst mit dem Typen. Not even close. Lass mal Heilung holen. Ich hab sogar meine Ulti wieder. Runde 15? Läuft. Unser Lockwood macht ordentlich Damage. Haut rein. Er hat wieder Ulti. Nein! Wer? Achso, Rampart. Rampenpart. Pimpampel. Nice. Guter Dash. Stay on target. An dich komme ich nicht ran. An dich komme ich aber ran. Wir sehen sie alle, die hier rumstehen. Ja. Ob Rampart wohl rein ultet für sie? Schild machen in meiner Richtung. Da, krieg. Ja, er ultet. Okay, dann würde ich die alte beiden unten treffen. Wäre ich fast noch gestorben. War ein bisschen knapp. Ich kam mal kurz auf 0 HP. Jetzt habe ich wieder 40. Oh. Und er kann ja blocken. Ach, fuck, Rampart kann schon wieder blocken. Mhm. Weil die beiden hier unten können nicht blocken. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und er hat immer noch diesen scheiß Ding von mir, aber wenn das wieder geblockt wird, kriegt sie kein Damage. Nein, jetzt bin ich auch noch weak. Das ist kacke. Aber er hat nicht geblockt, weil das wäre jetzt schon draußen. Mhm. Das triffst du alle gut. Vier? Ja. Nice. Das sind die besten Ults. Finde ich ganz nett. Wenn du nicht so nah dran machst, dann nicht so viel Schaden, aber... Ist immer noch ganz Damage. Nice. Alle vier ist ordentlich. Haut rein. Und vertreten. Ist halt, bin dann noch gereached, glaube 28 auf alle dadurch. Sonst wäre es 35 auf alle. Weil dadurch bestimmt sogar Aurora, guck mal. Haben wir gewonnen.
Aber ich sterbe auch noch. Schade. Deswegen hat er nicht geblockt, weil er mich töten wollte. You win. A well-deserved victory. War aber auch wieder die halbe Map gerade dadurch, dass es so offen ist, die Map. Hey! Ich bin MVP. Oh. Panda Raw Mitigation. Das ist wieder alles auf 0, ey. Das war 89 Bad Point. Und ein Achievement. 150 Damage mit Deathplow in one game.